Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Mudrunner Spintires, wo wir hier jetzt richtig Highlife. Oh, das wird wirklich Highlife. Wir fahren einfach mal hinterher. Beziehungsweise, du fährst ja zur Stange, alles gar nicht. So. Nein, ich komme jetzt auch schon entgegen, weil ich habe noch einen Tanker gefunden. Du hast noch einen Tanker gefunden? Ja. Aber der. Okay, ja, okay. Mittendrin, jetzt danke ich dich erstmal voll nicht, dass du mir hier unbedingt abkackst. Ich muss echt sagen, ich stand jetzt hier und habe ja in der letzten Folge ein bisschen auf den Map geguckt. Und da sind schon 7 Liter durchgegangen. Einfach so. Deswegen hau ich dir jetzt noch ein paar Liter rein. Ah ja, okay, alles klar. Ich, warte, ich bleib stehen. Fast voll, ich danke dir. Fast voll. Fast voll, sag ich. Ja, warum fast? Der darf eigentlich voll sein. Nö, ja, lass mich doch erstmal wegfahren hier. Bevor du dich in Gang setzt. Ich habe ja nur gedacht, ich fahre vorne weg. Weil ich dich ein bisschen unterstützen soll oder so. Aber nö. Nee. Ich hau jetzt noch einen restlichen Sprit bei mir rein und dann dürfte der Tanker leer sein. Alter, wieso sind jetzt die Winde verbunden? Mann, Alter! Weiß so. Nicht, was du gemacht hast. Ich weiß es auch nicht. Also manchmal, ne? Also manchmal kann man ein bisschen verzweifeln hier. So, weiter geht's! Och, das Ding buddelt sich durch, du! Ich weiß nicht, ob ich richtig fahre oder nicht. Ich fahre einfach mal durch hier. Bitte dem Straßenverlauf folgen. Da quält sich mit dem zweiten Gang hier durch, ne? Ach, das ist doch wieder die. Das ist doch wieder so eine blöde Ladestation. Ich sehe es doch jetzt. Ich sehe es schon. Du musst wieder so perfekt gerade anfahren, dass du das Ding nicht beladen kannst. Musst du sowieso machen. Was meinst du, wie schön das dann wird, wenn du selber beladen musst? Musst du dann zusehen, dass du den Hänger so stellst, dass er automatisch fertig lädt. Ach, leck mich doch, ey. Nee, lass mal, kümmere dich selber um deine Kümmer. Ach, Menno, ey. Das ist ein Gekurbel. So, du rutscht gerade die Pedale weg. So. Scheiße. Ich sehe es halt nicht. So, jetzt gucken wir noch einmal. Einmal noch ein bisschen vor. Und ich bin schon wieder drauf gekommen. So. So, jetzt müsste aber eigentlich zu beladen gehen, Alter. Nein, warum nicht? Boah, das nervt. Das nervt echt. Das ist richtig der Hass an dem Game. Wenn das nicht bald behoben wird. Wird deinstalliert. Vor allem, wenn man ordentlich dastehen würde, wie man den hinstellen soll, weißt du? Fuck, ich muss mich ja doch selber beladen, hier oben ist ja nur eine Stammausgabe und eine Holzstation. So. Heißt selber beladen. Ich hoffe, da dreh ich total durch. Selber beladen. So schlimm ist es. Also, ich muss sagen, mit. Im K700 geht das. Da habe ich mehr Probleme mit dem Kran. Fährst du eigentlich mittlerweile mit Lenkrad? Habe ich vorhin gesagt, muss ich mal jetzt am Wochenende vornehmen. Achso, ja, war auch konzentriert. So. Wie gesagt, ich mache jetzt am Wochenende erstmal meinen Rechner, mein Windows neu. Ja. Dann noch
Wäre ja Schwachsinn, wenn ich das jetzt alles einstellen, damit auf dem Vorder anfangen. Ja, klar. Scheiße, wie komme ich denn jetzt dann über zu dem Sägewerk? Nimm dir einfach die Straße davor fährst, wo ich gerade stehe und ich, ach, dann über die Straße fährst. Ich bin doch so weit weg von dir, ich wäre ganz woanders lang gefahren, warte mal. Könntest dich natürlich auch durchs Gelände wühlen. Ja, werde ich auf jeden Fall auch machen. Du kannst natürlich auch vorne rumfahren und zugucken, wie ich mich belade. Und dir dabei einen abfeiern, wenn du willst. Ich hier überlassen. Ich wäre hier genug abfeiern bei mir, denke ich mal, wenn der Längser nicht sogar zu mir kommen muss. Wir probieren es einfach mal. Oh Gott. Was ist die Sache, du Feige, du hast keinen Bock mal selber zu beladen. Nee, das nicht. Ich glaube, das kommt alles erst noch. Wie gesagt, wir sind ja noch auf der einfachen Map. Sollte man dazu sagen, dass ich schon auf Hardcore durch, fast durchgezockt habe? Einmal nicht vom Gas richtig runter, leck mich da am Arsch. Ab durch den Fluss, Junge! Komm, Gasinier! Nur aufpassen, dass wir nicht ins zu tiefe Wasser kommen. Wie gesagt, wenn du dich mit dem festfährst, dann lach ich dich dermaßen. Das kriege ich sowas von hin. Das ist sowas von kein Problem. Sowas von aus, weil der sich mit dem festfährt. Was denn? Das ist überhaupt gar kein Problem, euch zu zeigen. Man kann sich mit allen festfahren. Ja, aber nicht mit einem vierachsigen Allradfahrzeug mit Dauer. Doch, warte. Brauche ich dich denn nur ganz kurz? Hast du schon den Erfolg 500 Schaden mit einmal kriegen? Hast du den schon? Nein. Dann würdest du ihn mit einmal kriegen. Also hast du Erfahrung? Einmal reinfahren, dass da ein LKW Schrott ist. Ja, diesen Erfolg habe ich schon. Siehst du? Merkst du was? Ihre Kundfäden sind noch 18 Erfolge. Gucken wir noch mal aufs Kärtchen. Ab jetzt müssen wir uns so durchkämpfen. Keine Ahnung, wo es lang geht. Geht's hier lang? Da unten? Das ging eigentlich jetzt recht zügig, mein Belohn. So, und ich bin am Sägewerk. Sehr geil. Puh.
So, hätten wir das auch geschafft. Rum. Gucken wir noch mal aufs Kärtchen. Beobachtungspunkt. Könnten wir eigentlich gleich mal rüberfahren mit dem vierachsischen. Mach mal einfach mal. Ja, mach auch mal Beobachtungspunkt frei. Ja. Wenn wir den Beobachtungspunkt freigeschalten haben, werden wir erstmal ein Päuschen machen. Weißt du, was das Schöne ist am Selbstbeladen? Was denn? Wenn du schön zur Straße fahren, den Hänger hinten beladen. Okay. Nicht aus in diesem Feld rumwursteln. Na, da fahre ich jetzt ab zu dem Sägewerk da runter. Wo ist denn dieser blöde Punkt? Muss ich ein bisschen mehr links halten. Das ist ziemlich klar, da komme ich durch, das ist so dicht gewachsen. Fahr weiter, da kommt irgendwo eine freie Stelle, wo du durchfahren kannst. Los, Grüner! So. Freie schalten! Das ging ja doch rotzi-fotzi! Was ist fotzi? Fotzi. Ratzi-fatzi, nicht Fotzi. Können wir eigentlich noch mal zu der Tankstelle hochfahren. Das machen wir eben noch. Oh, aus Versehen die Bremse gedrückt. Motor abgewürgt. So. Einen wunderschönen guten Morgen, ist. Ja, wünsche ich dir auch. Es ist schon wieder fast Frühstückszeit, Mann. Ja. Der LKW ist grün, nicht braun. Sag mal so. Das ist ein Sprichwort. Kennst du Sprichwörter? Weißt du, was das ist? Wenn man spricht, dann ist es nicht von den Wörtern. Zieh, Brauner, zieh! Man kann es aber auch individuell anpassen. Das geht natürlich auch, ja. So wie unsere T-Shirts im Intim. Intim.tv. Guckt einfach mal auf intimtv.de. Da gibt es einen Job, da ist unser Merchandise. Da könnt ihr unsere T-Shirts anschauen. Ist ziemlich nice. Hm. Wenn ihr T-Shirts bestellt, auf jeden Fall alles für den guten Zweck. Der Erlös geht an die Kinder, beziehungsweise das Kinderhospiz. Dieses Jahr auf jeden Fall so. Ja. Wäre sehr nice, wenn ihr da mal vorbeischaut. Wollen wir uns jetzt an der Tankstelle da oben erstmal treffen zusammen? Dass wir die letzte Tour noch zusammen machen wenigstens. Ich bin jetzt hier an der Tankstelle, ich bleibe erstmal hier. Das meinte ich ja jetzt. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mal sehen, was wir da Schönes anstellen werden. Wir müssen auf jeden Fall das Sägewerk 2 noch beliefern. Da werde ich mit dem Längser auf jeden Fall zusammen hinfahren. Lasst es euch gut gehen bis dahin. Haut rein. Ciao. Au.